Hier ist MDR um 11. Barbara Schnitzler, eine der großen Theaterschauspielerinnen in Deutschland, steht auch immer wieder vor der Kamera. Ab morgen ist sie in dem DDR-Nachkriegsdrama Und der Zukunft zugewandt im Kino zu sehen. Ein Film von Grimme-Preisträger Bernd Böhlig über das Schicksal deutscher, unschuldig in sowjetische Straflager deportierter Kommunisten. Ein kraftvoller Film, sehr ergreifend, nicht zuletzt durch das eindringliche Spiel von Barbara Schnitzler. Auch darüber spreche ich gleich mit ihr hier im Studio. Schumann Susanne. Da. Nach 10 Jahren Zwangsarbeit werden 3 Weggefährtinnen aus dem Gulag zurück in die DDR gebracht. Doch reden darüber dürfen sie nicht. Schauspielerin Barbara Schnitzler spielt ihre Nebenrolle mit einer außerordentlichen Wucht. Zum Abschluss unterschreibt bitte hier. Hiermit verpflichte ich mich, weder mündlich noch schriftlich über meinen Aufenthalt in der Sowjetunion Auskunft zu geben. Ich weiß, was wir von euch verlangen, Genossin. Ich möchte nicht mehr so angesprochen werden. Ich bin keine Genossin mehr. Für mich war das eine ganz große Entdeckung. Und es ist oft mal so in meinem Beruf, dass man viele Schauspieler so aus der Ferne beobachtet, was sie machen. Und sich sagt, ach, wäre ich auch mal schön, mal mit ihr zusammenzuarbeiten. Barbara ist klug, gebildet, streng mit sich und der Arbeit. Erst im zweiten Moment humorvoll, dann aber auf eine sehr intelligente Weise. Das Talent wurde Barbara Schnitzler gewissermaßen in die Wiege gelegt. Ihre Mutter war der große Bühnenstar Inge Keller. Ihr Vater, der Fernsehjournalist Karl Eduard von Schnitzler. Als sie 3 Jahre alt war, ließen sich die Eltern scheiden. Es folgt eine steile Karriere als Theaterschauspielerin bei der DEFA und im Fernsehen. Ihre beiden Töchter, Luise und Pauline Knurf, stehen der Familientradition in nichts nach. Pauline dreht gerade, welch Zufall, mit Regisseur Bernd Böhlig die Krause-Reihe im RBB. Als Mutter ist sie sehr konstant. Sie ist einfach eine sehr wunderbare, tolle Frau. Und meine Mutter ist viel disziplinierter als ich. Tatsächlich. Sie gehört für mich zu den wenigen Schauspielern, die in diesen leeren Zeiten, wie ich sie nenne, immer an sich arbeitet. Und sie macht, glaube ich, jedes Jahr eine neue Lesung, die sie vorbereitet, mit selber Fassung machen, sich kümmern, dass diese Lesung auch gebucht wird. Sie hatte eine wahnsinnige Selbstdisziplin, die ich noch nicht aufbringe. Die ausgeprägte Vielseitigkeit von Barbara Schnitzler ist eine große Inspirationsquelle für angehende Kollegen. Über 40 Jahre war sie im Ensemble am Deutschen Theater in Berlin. Die Schauspielerin Kara Schröder, gerade mit Frau Stern im Kino zu sehen und ebenfalls im DT, erinnert sich. Barbara Schnitzler ist eine Schauspielerin. Als ich studiert habe hier in Berlin, war ich häufiger im Theater. Und das ist auf jeden Fall so eine von diesen Schauspielerinnen, von denen man sich Sachen abgucken möchte. Also wo ich immer gedacht habe, wie macht die das? Und wo man dann sozusagen als Studentin da saß und gemerkt hat, dass diese sehr, sehr tolle Sprache, die sie verwendet, und diese Energie, das war irgendwie etwas, wo ich mir immer gerne was abgeguckt habe. Es geht nicht nur um die Unterschrift. Es geht darum, dass sie bestimmen, was wir sagen und was nicht. Nichts, gar nichts hat sich geändert. Und was ist die nächste Lüge? Wann sehen wir uns denn wieder? Heute Abend ist die große Premiere von Und der Zukunft zugewandt im Berliner Kino International. Umso mehr freuen wir uns, dass sie jetzt bei uns im Studio ist. Willkommen, Barbara Schnitzler. Ja, und aufgeregt schon? Na, ich bin erstmal verblüfft, was man so alles für nette Dinge erfährt. Ja, Komplimente auch von den Töchtern. Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Mhm. Dieser Film, der stand ja sogar auf der Bewerberliste für den Oscar. Daraus ist nichts geworden. Aber bei einem Filmfestival in Indien wurde er gezeigt. Wie kam es dazu, ausgerechnet Indien? Ja, also Indien, Goa. In Goa ist wirklich immer im November ein internationales, also so ein sogenanntes A-Festival. Und da sind wir eingeladen gewesen. Und ich dachte auch erst, was wollen wir mit diesem Thema in Indien? Und ich, das würde jetzt in den Rahmen sprengen. Es war einfach eine großartige Erfahrung. Er hat auch in Indien funktioniert, dieser Film. Mhm. Die Leute waren sehr, sehr ergriffen. Ja. Zu DDR-Zeiten durfte ja niemand sprechen über diese furchtbaren Erlebnisse der Kommunisten in den sowjetischen Straflagern. Wann haben Sie das erste Mal davon erfahren?
Das kann ich so nicht festmachen. Also es ist in meinem Elternhause kein Tabu gewesen. Man kannte den und die und so und dann hörte man. Allerdings, ich habe da auch nie nachgefragt. Und ich sage mal, dann als angehende Schauspielerin, also spätestens als ich mich mit Bert Brecht beschäftigt habe und Carola Neher, muss eine wunderbare Schauspielerin gewesen sein, im Gulag verschwand. Da wurde es also doch aktueller. Und in den 80er Jahren hatte ich das Glück, durch einen Freund, der im Literaturbetrieb der DDR war, also wirklich auch Literatur aus dem Westen natürlich zu bekommen. Und so konnten wir uns bilden. Also ich wusste schon gut Bescheid. Was ich nicht wusste, das habe ich also wirklich erst nach dem Lesen des Drehbuchs erfahren, dass das die Geschichte der Mutter meiner Studienkollegin, meiner Kommilitonin Svetlana Schönfeld ist. Die ja auch mitspielt. Und die auch mitspielt. Ja. Und das hat mich dann also wirklich sehr, sehr beeindruckt, weil da ist man 3 Jahre zusammen in einem Studienjahr. Die Studienjahre waren klein damals. Wir waren 2-mal im ersten Studienjahr im Kittels in der Braunkohle zu Arbeitseinsätzen. Wir haben zusammen in einem Zimmer geschlafen und man weiß das nicht. Und sie hat dann wirklich in Goa, in einem Tempel in Goa, saßen wir beiden älteren Damen da hinten und sie hat mir ihr Leben erzählt, weil es hat ja dieses Schweigegelübde Auswirkungen natürlich auch auf die Nachfolgegeneration. Wie hat sie das beeinflusst? Beim Dreh. Gab das positive Impulse? Also dieser Dreh war wirklich außerordentlich. Ich habe ja gar nicht so eine große Rolle. Es ist eine sehr wichtige und sehr schöne Rolle. Ich bin sehr dankbar, was der Bernd Böhlich da gefunden hat. Aber sie ist nun nicht so groß. Ich hatte wirklich gar nicht so viele Drehtage. Und das Besondere war, dass das ganze Drehteam, was ja meistens aus sehr, sehr jungen Menschen besteht, dass die so begierig waren, etwas darüber zu erfahren und anfingen, sich Literatur zu besorgen und Fragen stellten, sodass also in dem Drehteam und während dieser Drehzeit wirklich eine ganz besondere Konzentration zu spüren war. Es war wirklich unser aller Film. Und das hat man selten. Und hat das Thema, jetzt kommen wir auf die Töchter, auch Ihre Familie interessiert? Ihre Töchter, die ja auch Schauspielerinnen sind, haben Sie mal gefragt, wie schließt du dich diesem Thema auf? Naja, ich meine, man geht erstmal an so eine Figur ran, als Schauspieler wie an andere Figuren auch, nicht? Also man versucht dann eben so viel wie möglich zu erfahren drumherum. Ich habe dann auch dieses sehr gute Buch von dem Meinhard Stark gelesen, Frauen im Gulag, also mit vielen, vielen Reportagen und. Und meine Töchter, also meine jüngere Tochter Luise wird ihn heute Abend sehen. Pauline ist in Wien da, jetzt selber morgen Premiere am Theater. Das wird also erst dort im November, kommt der Film dort in die Kinos. Ich habe natürlich erzählt, worum es geht. Und das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, aber mehr wissen Sie auch nicht. Sie kommen aus einem sehr politischen Elternhaus. Der Vater Karl Eduard von Schnitzler, Chefkommentator beim DDR-Fernsehen, nicht unumstritten. Und Sie sagen, da haben wir Sie, die Familie, Sie sagen zu diesen Geschichten, die immer wieder erzählt werden, Schnitzlereien. Also Sie nennen die so. Was hat es damit auf sich? Wieso Schnitzlereien? Ja, das hat was damit auf sich, dass Sie mir jetzt auch, also eigentlich in Ankündigung und ich bin auf Promotion-Tour für den Film, dass Sie mich nun nach Karl Eduard von Schnitzler bleibt nicht aus. Also das ist ja dann eben auch so eine Schnitzerei. Ich sehe es Ihnen nach, weil es wollen ja auch die Leute wissen, dass ich eigentlich immer, immer wieder damit konfrontiert werde. Und es gibt auch inzwischen Situationen, wo ich sage, aus, jetzt rede ich darüber nicht. Da braucht man ja bloß ins Internet zu gehen und dann sieht man das alles. Es hat mich, weiß Gott, es hat mich geprägt, aber ich bin ja inzwischen wirklich eine ziemlich erwachsene Dame und man möchte ja dann auch nicht mehr immer also auf die Eltern reduziert werden. Richtig, und Sie haben ja selbst eine beachtliche Karriere, ne? Nicht nur Bühne, Film und Fernsehen. Wer jetzt nicht ins Theater geht, ins Deutsche Theater in Berlin, der sieht Sie gelegentlich dann beim Polizeiruf, bei einer Wiederholung auch. Ne? Ja, aber das die ist Zuschauer ja immer aus diesem Sendegebiet, die kann ich gleich darauf aufmerksam machen. Ich habe vorgestern angefangen, als Gast im Theaterhalle mit der Oper zusammen, mit den Proben zu Cabaret. Aha. Ja, und ich spiele Fräulein Schneider, also die Zimmervermieterin. Ja. Und wir haben also vorgestern angefangen, wahnsinnig aufregend für mich mit dem Orchester und mit allem und mit dem Jugendchor der Staatsoper, auch wunderschön. Dann freuen wir uns auch darauf. Erstmal heute die Premiere und dann alles Gute, weiterhin viel Erfolg für Sie, Ihre Familie. Dankeschön, dass Sie bei uns waren, Barbara Schnitzler.